Ja, die integrative Medizin im Kinderkrankenhaus ist eigentlich nichts Neues. Wir praktizieren das schon viele Jahre, Jahrzehnte. Und der derzeitige Ablauf ist so, dass wir morgens eine kurze Besprechung haben, wo sich Pflegekräfte, Ärzte, Stationsleitung treffen und die Patienten kurz durchgehen. Und hier werden schon die ersten Anordnungen getroffen und besprochen. Bei der Visite wird das Ganze dann schriftlich angeordnet und im Laufe des Tages von den Pflegekräften durchgeführt. Ja, also nichts Neues heißt, zu der Zeit, dass ich zum Beispiel im Kinderkrankenhaus gelernt habe, also schon vor einiger Zeit, war es selbstverständlich, dass wir Wadenwickel bei allen Patienten machen, die Fieber haben. Mit der Zeit ist das Wissen etwas verloren gegangen. Es war, vielleicht kann man sagen, nicht mehr so ganz modern. Und jetzt haben wir uns aber entschlossen, dass wir uns sehr stark wieder auf Wickel und Auflagen konzentrieren. Wie gesagt, die Wadenwickler, die leider bei vielen Patienten, Eltern überhaupt nicht mehr bekannt sind, auch nicht mehr bekannt ist, wie die durchgeführt werden. Ein anderer Schwerpunkt ist zum Beispiel für uns für die Quarkwickel, die wir sehr häufig bei Rheumapatienten anwenden und damit guten Anklang finden. Auf der Intensivstation bei den Neugeborenen zum Beispiel werden oft Lavendelherzauflagen gemacht, damit der Patient ruhiger wird, entspannter wird und auch mal in eine gute Schlafphase kommt. Das ist eigentlich schon selbstverständlich, dass diese Verfahren angewendet werden im Haus. So, Franziska, jetzt machen wir einen Quarkwickel bei deinem Knie. Jetzt legen wir hier erst was unter, dass wir das Bett nicht voll machen. Genau, ein bisschen anheben, sehr gut. So, dann streichen wir hier auf die Kompressen den Quark. Das kann anfangs ein bisschen kühl sein. Das kühlt er gleichzeitig, wenn es da zu kalt ist, sagst du das gleich, gell? So einen halben Zentimeter dick machen wir das ungefähr. Dann machen wir hier ein Päckchen, dass wir den Quark gut verpacken. So, das legen wir jetzt hier drauf. Achtung, es wird kühl. Geht so. Ist recht unangenehm. Dann da mal jetzt hier das Knie ein bisschen beugen. Schau mal, kurz hier so abstellen. Sehr gut. Jetzt da mal hier eine Stoffwindel drüber, dass der Quark nicht gleich unten rausbröckelt. Wenn der hart wird, fängt er zu bröckeln an. Dann darf man auch runter tun, okay? Damit kannst du gern ablegen oder ein bisschen gebeugt lassen, wie es dir angenehmer ist. Geht so? Sehr gut. Der Quarkwickel ist kühlend, ist gleichzeitig schmerzlindernd und entzündungshemmend und hilft eben gut bei irgendwelchen Gelenksentzündungen, Schmerzen in Gelenken. Genau. Unterschiedlich. Manche Eltern sind sehr überrascht, dass wir sowas anbieten. Wird immer sehr positiv angenommen und Eltern sind da sehr dankbar für jeden Tipp, den sie bekommen, dass sie auch zu Hause durchführen können. Also wir haben uns auch so ein kleines bisschen zum Ziel gesetzt, dass wir Eltern, die das alte Wissen nicht mehr haben, wir sie drin schulen, unterstützen und versuchen, auf alte Hausmittel zurückzugreifen und ihnen zu erklären, dass bei Fieber nicht zwingend ein Medikament notwendig ist, sondern dass der gute alte Wadenwickel sehr, sehr gut ist. Für die Pflegekräfte ist es immer sehr, sehr toll, wenn wir merken, das Angebot kommt beim Patienten gut an und der Patient beginnt es einzufordern.
Beispiel, bei Rheumapatienten haben wir früher nur mit Eiskrawatten gekühlt. Als wir dann umgestiegen sind auf Quarkwickel, haben wir festgestellt, dass viele der Patienten sagen, ich möchte aber lieber den Quarkwickel, weil es angenehmer ist und weil es mir gut tut. Und das ist dann ein tolles Erlebnis, wenn wir merken, es kommt beim Patienten an, es wird gut angenommen und wird mit nach Hause genommen, dort auch umgesetzt. Bei Rheumapatienten, chronischen Patienten, die häufig im Kinderkrankenhaus sind, hat man hier auch einen guten Austausch und auch ein gutes Feedback, das man erhält.